So, hallo meine Freunde auf YouTube. Ich werde nächste Woche wieder an meinem Karussell weiterbauen, weil ich seit etwa 10 Tagen an diesem Himmelbett baue. Mir hat jemand dieses Ding als Rohbau geschenkt und ich habe das jetzt soweit. Naja, fertig ist relativ. Da gibt es immer noch was zu tun dran, aber ich versuche sowas wie ein japanisches Häuschen zu bauen, oben mit diesen Ausschnitten. Unten im Vorhang, oben so ein Ziergiebel mit einem Schmetterling drin. Und ich habe es mit Zapfen ohne Schrauben, auch innen, Zäpfchen, wörtlich genommen. Große, dicke Zapfen hatte ich da keine mehr. Mit Zäpfchen gesichert und hier außen mit Holzzapfen und Vierkantdurchbrüchen und sowas. Wie gesagt, es ist noch eine Fummelei. Aber nächste Woche werde ich auch an dem Karussell weiterbauen, wo ich den Hubring für entwickelt habe. Ist alles noch in Arbeit. Und das ganze Ding, wie gesagt, seit etwa 10 Tagen habe ich an dem Ding hier rumgeschraubt. Hat jemand wegschmeißen wollen. Ich habe es dann mit einem Freund abgebaut und hier alleine wieder aufgebaut. Aber ich habe da aus dem Flachdach ein Spitzdach, ein Satteldach gemacht, indem ich unten das Bett 20 cm verkleinert habe, so dass genau 2 Tatami, also 1,80 breit und 2 Meter lang. So habe ich das dann zurechtgeschnitten. Das gibt dann oben ein flaches Spitzdach. Und ihr seht es ja soweit hier alles. Da ist mein Bett, nur unaufgeräumt, und nur ist das der Rest von dem Zimmer hier. Vielen Dank fürs Zuschauen.